So, über deine interessanten Hobbys haben wir jetzt genug gesprochen. Ich werde hier komischerweise als Quellenjägerin angesprochen. Erklär mir das mal. Du bist eine Frau. Ja, Das ist liebt klar. dich. Was wisst ihr über die Untotenplage? Erzähl mal. Ich kann euch über die Untoten erzählen. Haltet euch zum Teufel nochmal von ihnen fern. Ich habe zu viele Männer und Frauen gesehen, die sich mutig zeigten und sich bereit erklärten, der Untotenplage ein Ende zu setzen, nur um niedergeschlagen zu werden und sich ihre Innereien herausfressen zu lassen, während ihre Herzen noch schlugen. Ist das nicht was für dich, so zu enden? Ja, auf jeden Fall. So, was hat er dann über die Orks mir zu erzählen? Ich bezweifle, dass sie sich so bald wieder mit Caesar anlegen werden. Da wir nun die unglücklichen Rüpel an Bord dieses verirrten Räubers zurechtgestutzt haben, bezweifle ich, dass bald wieder irgendwelche Hörner vor unserer Tür stehen werden. Wenn es eine Sache gibt, auf die ihr euch bei ihnen verlassen könnt, dann ist es die tierische Feigheit. Okay, normal sind Orks nicht unbedingt feige, normal sind sie eher strohdoof und Marke, ich probiere alles zu töten. Oder? Ja, ich habe gerade einen Freund gefunden. Gott, ist das scharf fett, Alter. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Hallo, Schaf. Ich habe hier einen Krämerladen gefunden, da steht dran, bis auf weiteres geschlossen. Alter, komm dir mal dieses fette Monsterschaf angucken. Das ist fett und das macht Grundstückchen. Das Monsterschaf. Ja. Ein schöner Brunnen ist hier, ich krieg Durst. Was ist denn hier? Ein Grab. So, kommen wir mal das Schaf angucken. Wo ist Los! es? Da ist das fette Schaf. Ey, das Schaf Hast ist du das gesehen? Monster. Flupp! Da ihr das Talent Tierfreund verfügt, fällt es euch leicht, mit Tieren zu sprechen. Aber wenn du es nicht hast, ist es nur schwer. I give milk, I give wool, and what do I get in return? One way or another, they always try to fleece me. Mein Gott, ist das eine Kuh! Das ist Especially eine that Evelyn, she's out to get me. I know it. Ich glaube, da haben sie irgendwie was vergessen zu übersetzen. It's a fucking cow! Bye! Ich glaube, da haben sie einen Text vergessen zu übersetzen. Hallo! Tyrions Haus der Heilung. Hast du mit der Kuh gesprochen? Oh, ich setz mich erstmal hin. Oh, Päuschen vor dem Kamin. Ach, wie geil. Das ist ja richtig geil. Der Text ist auch schon wieder Englisch. Die haben echt anscheinend vergessen zu übersetzen. Komm, setz dich zu mir an den Kamin. Mach das Päuschen kurz. Muss auch mal sein. Da hängt ein Skelett rum. So, Feuer aus. Ich hab das Feuer wieder an. Mit Jagd's. Teleron. Aber wenn die Mengen an Schädelstaub um 2 oder 3% reduzieren würde, könnte die Stabilität und entrichtete Umständen um das Dreifache erhöht werden. Talons, komm mal her. Gleich, du, gleich, du hast mich gleich wieder voll zur Verfügung. Ich wärme mich schon mal ein bisschen auf. Alter, wie geil, ich will da drauf, aber es geht nicht. Oh, ein Quellenjäger. Sowas. Ihr seid schon, etwas zierlicher als der letzte Quellenjäger, dem ich begegnet bin. Ja, euer Schienbein ist fast 20 cm kürzer und der Umfang eures Bizeps ist nur halb so groß, wenn ich mich recht erinnere. Der macht sich gerade über meine Statur lustig. Alter, ich töte ihn. Komm, leg dich mal hier auf die Streckbank, komm. Kann ich noch nicht, ich muss noch weiter mit dem reden. Ich raub ihn derweil mal aus. Aber ganz egal, selbst wenn der Orden sein bestes Mitglied nicht entbehren konnte, hat er doch sicherlich den hier mit der zweitgrößten... Entschuldigung! Fährt man. Entschuldigung! Ich hör schon auf. Du hast deine Sympathie um 10 verringert mit ihm. Ja, schon um 20, so ist das nicht. Als er den Einschrank gerade ausgeräumt hat, war er auch nicht dagegen. Ja, da hat er dich nicht gesehen. Was ist dir über den Mord an Jake? Der Ratsherr, ein schrecklicher Verlust. Wir kannten uns zwar nicht besonders gut, aber ich weiß, dass er ein engagierter Staatsdiener war. Erzähl mir mal mehr. Meiner Meinung nach handelt es sich hier um einen einfachen Fall von Eifersucht, die sich in Gewalt gewandelt hat.
Die Affären seiner Frau Esmeralda waren ein offenes Geheimnis. Wisst ihr? Wo ist die Esmeralda? Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Die Story scheint exakt dieselbe zu sein wie aus Divine Divinity. Nur anders verpackt, weil ich bin jetzt hier bei der Stelle und die gibt es im ersten Teil nämlich auch, und zwar gibt es zwei verletzte Soldaten und aber nur einen Heilstein, und du musst diesen Heilstein irgendwie verdoppeln, und das geht, indem du einen Spiegel holst, der auch in der Stadt ist. Alaroth hieß das Dorf, Alaroth hieß das Anfangsdorf, ich weiß es wieder, ja! Und dann musst du es halt mit dem Spiegel in der Pfütze kombinieren. Und ich bin jetzt gerade bei Eva Maria im Heilerzimmer und sie sagt gerade, ich bin ein Lehrmädchen der Heilkünste, der Heilung. Aber diese Entscheidung fühlt sich wie das exakte Gegenteil an. Ich habe nur einen Heilstein, wisst ihr, aber zwei schwer verletzte Männer, die ohne ihn nicht überleben werden. Das heißt, die eigentliche Aufgabe wäre jetzt, wenn das so ist, dass du diesen Heilstein wieder verdoppeln musst, damit du beide retten kannst. Das ist im Endeffekt nur eine Nebenquest. Also wir können sie machen, auf jeden Fall. Aber es ist geil, das erinnert mich total an das... Ich gehe auch davon aus, dass hier, das wird nicht dieselbe Story sein, das wird bloß Sachen dran haben. Einfach rein aus dem Prinzip, um so ein bisschen, ja, sag schon, Nostalgie zu erzeugen. Aber auch die Musik, es ist exakt dieselbe wieder wie in dem Dorf. Nur dass damals die beiden... Könntest du bitte damit aufhören? Those men hardly sound long for the... Das musst du gerade sagen. What's taking the tenderfoot so long? Oh, da ist schon wieder was vergessen zu übersetzen worden. Also, da scheint es noch ein paar Sachen zu geben, die noch übersetzt werden müssen. Schon noch am Reden. Ja, ich will gerade gucken, ob es hier die Option auch gibt. So. Ah, okay, hier läuft es anders. Und zwar kann der Stein mehrmals verwendet werden, hat aber wohl eine bestimmte, wir nennen es jetzt mal liebevoll Abklingzeit, bis er dann wieder heilen kann. Und ich werde bestimmt nicht auswählen, wer von den beiden zuerst darf. Ich bin erstmal weg, das machen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Boris, Steven, both good men. How can I choose... Nicht genügend Platz, ich will ja auch nicht das Bett mitnehmen, Alter. Ich sehe ja einen Schlüssel für Tellirons Hinterzimmer. Der hört sich an, als wenn er gleich, als wenn er gerade Sex hat. Und der stirbt. Stöhnt so rum, ist der Hammer. Bitte, diese Männer haben die... Oh nein, jetzt... Alter, was? Nein! Du musst eine Entscheidung fällen. Dann entscheide dich mal. Ach du Scheiße. Während du überlegst, was du auswählst, kannst du mir gerne nochmal sagen, wo Esmeralda ist. Die scheint ja gerne Affären zu haben. Ich muss da mal was mit ihr besprechen gehen. Ich weiß, dass es im alten Divine Divinity eine Stadt etwas weiter oben gab. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Und da gab es auch einen Puff. Wir nennen es Freudenhaus. Und Penumbra war da die Spezialbehandlung. Ich denke, das wäre eher was für dich. Du, ich wollte keinen Puff. Ich wollte mit Esmeralda mich gepflegt und erhalten. Alles klar. Hilf mir mal, Boris oder Stephanus? Boris ist noch jung und Stephanus hat keine Familie mehr. Du. Ich hasse das. Ich will beide retten. Entscheid dich. Fuck damn it. Ich nehme dir deine Entscheidung nicht ab. Wir spielen hier zusammen, also. Ja, aber jeder hat seine eigene Meinung und ich werde dir meine Meinung auch verraten, wenn ich dran bin. Ha! Ja. Schwer. Das Schicksal zweier Menschen könnten in deiner Hand liegen. Ich mache einfach die Augen zu und klicke irgendetwas. Werf eine Münze. Ich habe keine gerade da. Dann such da unten Menschen, den du wirfst. Wenn er mit dem Gesicht auf den Boden klatscht, dann eins, ansonsten zwei. Da muss ich kurz auf die Straße für einen Moment.
Oh fuck, damit, wir retten Boris, es tut mir leid. Boris Leben hat gerade erst begonnen. Du wir können ihn nicht zu jung sterben lassen. Er sollte den Stein erhalten. Wenn du jetzt gegen mich stimmst, töte ich dich. Ich werde dir Blitze in deinen Anus jagen. Schon aus dem Prinzip klicke ich gegen dich, aber ich... Er hat Kinder. Und ich würde sagen, der Junge hat aus meiner Sicht die Chance ist höher, dass er das vielleicht noch lange genug überlebt. So solche Entscheidungen, egal bei welchen Spielen. Oh, da könnte ich kotzen. Was? Das ist viel Schere, Stein, Papierspiel, Alter. Was? Oh. Finde ich eine coole Sache. Oh, jetzt interessant. Nimis. Alter. The Brain hat gewonnen. The Brain. Na gut, wir machen es auf eure Weise. Danke, dass du mir zustimmst. Unfreiwillig. Das geht nicht mehr weg bei mir. Romantisch und pragmatisch. Ich muss noch auf weiterklicken. No, thank you, no. Seven. This is highly oh, thank you. What is that? I feel no pleasure in was? Du hast uns umgebracht! Was ist das für eine Heilerin, Alter? Die kann nicht mal mit einem Heilstein umgehen. Was ist denn jetzt passiert? Ja, wir haben voll den Blitz um den Schädel gekriegt. Im wahren Leben fällst du auch um. Ja, aber da stand nichts von tot oder so. Wahrscheinlich sind wir jetzt bewusstlos. Entschuldigung. Jetzt darf der andere zwischen uns entscheiden, oder was? Ich werde dir dein Leben nehmen und beides retten. Denn das könnte ich nicht. Eieiei, da wurden wir jetzt gerade mal geblitzdingst. Alter, MIB! MIB! Geblitzdingst! Jetzt haben wir aber alle unsere Erinnerungen verloren. Wer bist du? Keine Ahnung. Ich weißt bin dein Herr und Meister? Nein! Also wenn ihr den Krach gerade hört, ich muss mir gerade mal nebenbei was zu essen auf dem Teller tun. Alter! Lauf nicht. So. Ja, es brennt mir sonst an. Das nennt man koordiniertes Arbeiten. Nein, das nennt man ziemlich dumm. Bei der unerschöpflichen Schreibfeder. Was ist das? Was macht ihr hier an diesem Ort? Denn nur die Sterne zum Sterben aussuchen. Wer seid ihr und was macht ihr hier? Hm.
Wir sind Quellenjäger aus dem Reich Rivellon. Tatsächlich seid ihr das. Dann lasst mich euch sagen, Quellenjäger, dass ihr euch weit, sehr weit von eurer Heimat entfernt habt. Weit entfernt im Raum und fern in der Zeit. Ich frage mich nur, wie? Könnte mir mal jemand aufhelfen? Wir haben nichts weiter getan, als uns einen seltsamen Stein zu nähern. Er strahlt ein blendendes Licht aus, dann wirbelt er uns fort. Er wirbelte uns fort. Ich fühle mich so durcheinander gewirbelt. Interessanter Name übrigens, Zigzags. Ein Stein, sagt ihr. Könnte es sein? Könnte ich die ganze Zeit recht gehabt haben? Dieser Stein, was war das? Glänzte er voller Schönheit wie ein Diamant? Zigzags? Blühte doch sanft tief aus seinem Herzen heraus. Als ob eine Seele darin wohnen würde. Was willst du mit Tic-Tac? Zigzags, nein, nee, der Name, der Name von dem kleinen Elf, das ist der Name von dem Kobold, der damals in Divinity 1 die beiden Teleportpyramiden hatte. Besser gesagt, die eine Hälfte von der Teleportpyramide und die später die andere klaut und du musst sie dann wiederholen und blablabla. Und ich glaube, er hatte irgendwas mit den Heiligen da zu tun, ich weiß nicht. Er war auf jeden Fall lästig. So. Ich würde sagen, das ist eine ziemlich genaue Beschreibung. Sternenstein, das muss es sein. Für Jahrhunderte lag er im Schlaf. Dieses Geschenk des Himmels ist aber nun... Aber nun ist er wach. Und er hat diejenigen hergebracht, die ihn erweckt haben. Wir haben gar nichts gemacht. Wir können Steine erwecken. Stein, steh auf! Lebe! Du wirst ein paar Steine wecken. Ich rüttel an ihn. Hallo, Stein. Zip, zap, zap, zap. Das klappt nicht. Ich kann's nicht. Ich will noch ein bisschen üben. Alles war finster und alles war still. Wie es immer war und immer sein würde. So dachte ich jedenfalls. So habe ich es befürchtet. Aber dann begannen die Runen um mich herum zu schimmern, zu leuchten und zu tanzen. Als ob Feenwesen mit Elfenflügeln vom Schlaf erwachen würden. Du müsstest schon so reden wie ein... Wie ein Kobold. Kann ich nicht. Ich bin kein Kobold. Sternenstein, könnte dies am Ende der Schlüssel zu allem sein? Und ihr benutzt ihn. Das Licht gibt das, was das Tor zur Finsternis aufschließt. Was uns in verbotene Reiche führt. Wo dennoch die Rettung zu finden sein mag. Es wäre toll, wenn ihr jetzt mal zur Sache kommen würdet. Es wäre toll, wenn Mensch bei jemand aufhelfen würde. Niemals. Bleib da liegen. Kannst mir die Stiefel lecken. Ich trete dir gleich in die Eier. Guck mal genau, wo mein du Bein liegst, ist. Du kannst nicht treten. Du liegst. Und? So, aber weiter am Text. Oh, ich habe die ganze Zeit richtig gelegen, mein Freund. Dabei habe ich es noch nicht einmal erkannt. So, jetzt geht dein Telefon. Ja, ich habe gerade einen kleinen Anruf bekommen. Ich drücke den mal kurz weg. Oh, ich habe die ganze Zeit richtig... Hatten wir schon? Dann machen wir mal weiter. Seht, seht. Das ist es, was ihr zu tun habt. Nähert euch den dem Schauglas und wenn ihr es wagt, dann betrachtet die Finsternis. Und der selbst die kosmischen Schatten voller Entsetzen fliegen. Ja. Ich gehe immer noch auf den Boden. Wow, ich bin wach. Then we'd better appease him. So, ich wollte gerade mal von kosmischen Ereignissen sprechen und sowas. Am Sonntag Weltmeisterschaftsfinale. Deutschland gegen Argentinien. Was tippst du? Jetzt mich jetzt aber hin. Ich tippe auf 3-2 für Deutschland. 3-2 für Deutschland. Ich sage, wir gewinnen 1-0. Ich glaube, das wird um Welten schwieriger als bisher die Spiele. Naja. Möglich.